Скажите, пожалуйста, друзья, вот если вы слышите слово «Виста», какие ассоциации оно у вас вызывает? Да, конечно, разумеется, Гермес Менеджмент. Европейская финансово-аналитическая компания с многолетним опытом в сфере управления капиталом. Компания-партнер холдинга Life is Good. А прямо сейчас, дорогие друзья, на нашей сцене мы услышим отчет нашего генерального партнера финансово-аналитической компании Гермес Менеджмент. Его сделает финансовый эксперт и аудитор компании Гермес Менеджмент господин Йоган Риглер. Приветствуйте, пожалуйста. Einen wunderschönen Samstag hier, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Präsident, einen schönen Gruß aus Wien wünschen Ihnen Olga und meine Wenigkeit als Nationalökonom für Hermes Management. Мы приветствуем вас, уважаемые дамы и господа, в этот замечательный субботний день здесь. Мы приветствуем вас, дорогие коллеги, уважаемый президент. И от лица компании мы сейчас вам расскажем о том, чем мы занимаемся. Das kleine Österreich steht momentan ein bisschen im Mittelpunkt des Weltinteresses und deshalb sind wir auch zu Ihnen gekommen. Es findet jetzt gerade in diesen Minuten der Start des Hahnenkammrennens in Kitzbühel statt, wo sehr viele russische und sonstige Gäste jedes Jahr anwesend sind. Und wir wollen ein bisschen von der Kälte, von dem Gefrieren nach Österreich wieder mitnehmen. Das können wir brauchen, um ein schönes Abfahrtsrennen zu gestalten. Наша маленькая Австрия сейчас находится в центре мирового внимания по разным причинам, но именно в сегодняшний день в Австрии проходят международные гонки, всем известном Китцбюле, и, наверное, мы увезем кусочек вашего московского холода, который нам сейчас так необходим в Австрии. Aber jetzt darf ich Ihnen ein bisschen etwas Positives von Hermes Management berichten. Hermes Management gibt es ja schon seit 1998 und ist, glaube ich, ein nicht ganz unwesentlicher Partner der Kampagne Life is Good. Ну, а сейчас, конечно, мы расскажем вам о всех положительных моментах, которые касаются деятельности компании Hermes Management, которая существует с 98 года и которая является важной и неотъемлемой частью деятельности вашего концерна. Im Jahr 2017, das ja gerade eben vorüber ist, das Jahr 2017 war gekennzeichnet durch ein internationales, auf internationaler Ebene gesehenes Wirtschaftswachstum. Alle wichtigen Regionen haben ein positives Wirtschaftswachstum erzielt und auch Russland ist aus den Jahren der Rezession in ein positives Wachstum gekommen und hat ähnliches Wirtschaftswachstum erzielt wie Österreich. Недавно закончившийся 2017 год был наконец-то отмечен ростом в экономике, и это касается не только европейских стран, это коснулось и России тоже. Страны вышли наконец из рецессии. Dieses positive Wirtschaftswachstum hilft Ihnen und uns, Hermes Management, beim Erzielen weiter höherer Profite. Und was uns auch hilft, ist natürlich, da muss ich nochmal drauf zurückkommen, unser Standort in Österreich. Wien ist ein typischer Standort im Herzen Europas für internationale Unternehmen. 380 Headquarters befinden sich in Österreich und über 1000 Unternehmen befinden sich in Wien, deren Zentrale für alle wirtschaftlichen Aktivitäten von Wien ausgeht.
Австрия, как уже было сказано, является действительно связующим звеном, можно сказать, такой связующей шайбой для многих крупных предприятий, для многих концернов. И в Австрии находится 380 штаб-квартир международных концернов, и на это есть свои причины. Und dieses positive Wirtschaftswachstum ergibt natürlich auch seine Synergieeffekte in bei Hermes, denn mehr als 67% des verwalteten Kapitals werden über Hermes and Resus Corporation veranlagt. Und nur im letzten Quartal, im letzten Halbjahr, im zweiten Halbjahr 2017, war da hier eine positive Rendite von 8,74% zu erzielen. Auf der Homepage von Hermes sehen Sie auch die Gesamtrendite vom gesamten Jahr 2017, das mehr als 23% erzielt hat. На сайте компании Hermes Management вы, конечно, увидите подробный отчет о деятельности компании за 2017 год, но сейчас мы хотим еще раз подчеркнуть тот позитивный рост компании и сказать, что 67% привлеченных средств были инвестированы через компанию Hermes и Resus. И доход компании только за второе полугодие 2017 года составил почти 9%. Dieser Erfolg, meine Damen und Herren, begründet sich auf Basis der Investitionspolitik, der Portfoliopolitik von Hermes Management Limited. Und zwar Hermes Management hat auch gleich wie die russische Wirtschaftspolitik das Ziel der Diversifikation im Auge. Und diese Diversifikation führt dazu, dass man ein optimales Verhältnis aus Ertrag und Risiko durch diese Aufteilung unseres Investitionsportfolios zufolge hat. Разумеется, наш успех связан с тем, что мы выбираем политику между максимальным доходом для клиента и диверсификацией рисков. Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass ich ein bisschen technische Begriffe und finanztechnische Begriffe hier ins Spiel werfe, aber Sie sehen genau, in welche Bereiche Hermes investiert, europäische Aktien, Rohstoffe, US-amerikanische Aktien. Я думаю, что вы простите мне сейчас использование нескольких экономических терминов, но без них никак нельзя. И здесь вы видите наш портфель инвестиций, который складывается из различных составляющих. Это и европейские фонды, и энергоносители, и американские акции. Zur Risikoabsicherung in Real Estate, sprich Gebäude und Liegenschaften. Emerging Markets sind die wichtigsten russischen Aktien, die investiert wird, Energie und ein steigender Bereich sind die Internet-Business-Startups, die einen innovativen Teil des Portfolios ausmachen. Для минимализации рисков, разумеется, используются инвестиции в недвижимость, ну и все больше оборот набирают Internet-проекты, стартапы. Dieses breite Portfolio gibt Ihnen die Möglichkeit, auf der einen Seite hochrenditeträchtige Aktien zu kaufen. Für jeder Einzelne ist bei einem hoch ertragreichen Unternehmen automatisch dabei und auch Kapitalabsicherung. Weil nicht zu vergessen, es gibt auch eine Liquiditätsreserve, die, wie Sie auf der nächsten Folie sehen können, von 7% im Jahr 2016 auf 8% im Jahr 2017 gestiegen ist, weil eben der Umfang des Verwaltungskapitals so entsprechend angestiegen ist. Как уже было сказано, именно эта диверсификация позволяет нам получить для вас максимальную прибыль и дать вам при этом максимальную надежность. И 7% в 2016 году выросли до 8% в 2017 году. Это ликвидный капитал, который находится всегда в распоряжении компании. Sie sehen also aus der Aufteilung des Kuchens, dass europäische Aktien wieder mehr Rolle gespielt haben, dass diese Internet-Business-Startups auf 33% des Kuchens bereits gestiegen sind. Aber diese tägliche Entscheidung
für oder in dem Investitionsportfolio hat das Ziel, den Ertrag zu maximieren und für alle Beteiligten hier automatisch hohe Gewinne mitzunehmen. И, как вы, наверное, предполагаете, решения меняются достаточно часто для того, в результате различных наблюдений над процессами, происходящими на рынке, и в зависимости от этого принимаются решения об инвестициях в одну или в другую сферу. Die Ergebnisse von Hermes sind ja auf der Homepage veröffentlicht. Die monatlichen Ergebnisse scheinen sehr klein zu sein, 1-2%, aber übers Jahr haben wir doch eine Gesamtrendite von über 23% erwirtschaftet. Ежемесячные результаты компании публикуются на сайтах, и, вероятно, месячные результаты не впечатляют никого, но в год это суммируется до достойных процентов, которые в 2017 году составил 23% прибыли. So, diese Folien, die nächsten, sollen Ihnen nur zeigen, dass das Ausmaß des Kapitals, also die Summe des Kapitals, entsprechend ansteigt. Die Veranlagungen in Dollar oder in Euro werden je nachdem entschieden, wie hoch die Rendite in welchem Bereich ist. Und Sie haben heuer im Jahr 2017 bereits einen entsprechenden hohen Zuwachs erzielt. 2018 wird es aufgrund des steigenden Wirtschaftswachstums auch in jedem, auch hier entsprechend noch größere Summen geben. На этом слайде вы видите рост привлеченных инвестиций за три последних года, и вы видите, что это действительно очень существенный рост. В небольшом как бы колебании находятся цифры долларов и евро. Это тоже зависит от нашей инвестиционной политики. Sie sehen auch hier, das durchschnittliche Vista-Konto hat bereits ein Ausmaß von mindestens 8.500 oder 7.000 Euro oder 7.000 Dollar. Also das Niveau, die Summen des veranlagten Geldes steigt täglich. И на этом слайде вы видите, что и размер среднего счета Vista тоже растет постоянно, и по сравнению с 2015 годом он вырос больше, чем в 2,5 раза. Die neue Kundengewinnung oder die neuen Mitarbeiter, die neuen Partner, die Anzahl steigt jedes Jahr und ist bereits im Jahr 2017 auf über im Euro-Bereich über fast 14.000 neue Partner gestiegen. Число привлеченных клиентов тоже растет каждый день, и вы видите, что в 2017 году оно достигло 14.000 человек. Diese Folie kennen Sie schon aus dem Vorjahr. Das einzigartige Investitionsprodukt Vista, das von Hermes entwickelt wurde, veranlagt eben ihre Kapitalbeträge in dem Bereich, den wir schon angeführt haben, die einzelnen über und ist gleichzeitig Vista ja verantwortlich dafür oder stellt ihnen die Möglichkeit, das Kapital wie ein Konto zu benutzen, wie eine Visa-Karte zu benutzen, alle die Produkte, die Sie ja bereits kennen. Как вы все знаете, счет Vista является эксклюзивным продуктом, который компания Hermes разработала для своих клиентов. И этот продукт является доступным каждому. Und hier noch einmal zur Ergänzung die Investitionsaufsplittung, die es immer gibt, ein bisschen Real Estate, sprich Liegenschaften, Internet-Business-Startups. Der größte Part macht natürlich die Veranlagungen internationalen Aktien aus, wo also jeder kleine sozusagen Mitarbeiter hier von den Profiten profitiert. Und damit sie ihr Geld auch jederzeit sofort verfügbar ist, gibt es eine Liquiditätsreserve. Das ist noch die Zahl aus dem Vorjahr, aber ist heuer auf 8% erhöht worden. И здесь вы еще раз видите, что вы, как вкладчики компании Hermes, тоже являетесь соакционерами тех проектов, в которые компания Hermes инвестирует свои средства. То есть это и проекты, связанные с недвижимостью, это покупка европейских акций, это ликвидные продукты, и это интернет-стартапы. Wir bemühen uns also täglich, Ihren Gewinn, Ihren Profit zu erhöhen und wünschen Ihnen für diese Veranstaltung und für das Jahr 2018 natürlich den größtmöglichen Erfolg und
noch viel Vergnügen bei Life is Good. Мы хотим сказать, что мы ежедневно прикладываем все наши усилия для того, чтобы оптимизировать вашу прибыль, при этом соблюдая принципы максимальной надежности. И в этой связи хотим вам пожелать еще замечательных двух дней на этом конгрессе и блестящих успехов на 2018 год.